So, ein herzliches Willkommen zur Abschlusssession der 10. Woche des MOOCs. Und damit sind wir heute auch am Abschluss des MOOC-Teils. Das ist ja aber nur die eine Hälfte. Der zweite Teil, der Hackathon, der kommt ja noch. Und heute wollen wir einerseits ein Stückchen zurückblicken auf den MOOC und zweitens so ein bisschen den nächsten Schritt anschauen, was ist noch alles zu tun für den Hackathon. Vielleicht aber erstmal, wir haben jetzt 10 Wochen hinter uns und in den 10 Wochen haben insgesamt 1.193 Teilnehmende sich in diesen MOOCathon eingebucht. Und ich gehe mal davon aus, es gab bestimmt noch etliche, die einfach nur mitgelesen haben, denn wer nun mitlesen wollte, brauchte sich ja nicht anmelden. Und ich freue mich auch, dass in der Zeit 8 Teams aus Unternehmen jeweils so eine der MOOC-Wochen ja gestaltet haben. Und damit, ja, gestaltet ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Besser gesagt, sie haben eigentlich die Diskussionen angeregt. Denn das Entscheidende war ja die Auseinandersetzung in den 8 Wochen. Und das Besondere daran ist aus meiner Sicht, dass da diese 8 Teams aus den Unternehmen interne Abläufe öffentlich offengelegt haben, ihre Dinge, die sie so tun, dargestellt haben und dass sie am Ende im Grunde genommen die Aufforderung gegeben haben, was sagt ihr dazu in der Community? Also da haben sich 8 Unternehmen öffentlich mit ihren Weiterbildungsideen in Frage stellen lassen. Und ich glaube, das ist was ganz Ungewöhnliches. Ich kenne es in keiner anderen Branche, dass man öffentlich sagt, das machen wir, das haben wir vor und was sagt jetzt die Community dazu? Also deshalb Hochachtung vor so viel Mut und vorbildlichem Vorgehen für Merck, Continental, Otto Bock, DNVGL, Viessmann, die Arealbank und Bosch und Audi. Das waren halt die Mutigen, die Diskussionsanstöße im Wochentakt gegeben haben. Euch allen also einen ganz herzlichen Dank für diese unglaubliche Energie, mit der ihr den CL 2025 auch befeuert habt. Damit, glaube ich, ist intensives Lernen ausgelöst worden und ich habe so aus den Rückmeldungen den Eindruck, auch die Wochengestalter haben davon richtig profitiert. Und damit haben wir eigentlich so eine Idealform von Lernen hinbekommen. Und heute geht es darum, mal ein bisschen zurückzublicken. Was hat es mit uns gemacht? Was haben wir dabei gelernt? Und das sollte ja auch in den Abschlussarbeiten sich ein bisschen niederschlagen. Ich glaube, einige arbeiten noch an ihren Abschlussarbeiten. Wir reden nachher noch ein bisschen darüber. Und deshalb übergebe ich auch gleich an Simon. Aber vorher noch ein Wort zur Anmeldung zum Hackathon. Vielleicht hat der eine oder andere bemerkt, die Anmeldung ist jetzt so einfach nicht mehr möglich. Wir haben ja begrenzte Teilnehmerplätze und im Moment kann man sich nur auf so eine Warteliste vormerken. Meldet euch aber trotzdem an. Wir wollen nur sicherstellen, dass all diejenigen, die sehr intensiv diskutiert haben und insbesondere die Wochengestalter, auch wirklich einen Platz kriegen. Und deshalb greifen wir da so ein bisschen steuernd ein, damit wir nicht die draußen lassen, die bisher sich sehr viel Mühe gegeben haben. Simon, vielleicht übergebe ich gleich an der Stelle an dich. Wie geht's heute weiter? Naja, wir haben heute auf der einen Seite mal den Joachim, der uns vorstellen wird aus dem Faktencheck, also dieser Abschlussbefragung, die wir ja vor 2 Wochen schon mal veröffentlicht haben. Da gab es einiges an Rückläufern und Joachim hat sich mal die Mühe gemacht und hat da quasi so die Kernpunkte einfach rausgezogen, die ihm aufgefallen sind. Da werden wir sicher aber auch die kompletten Daten dann noch veröffentlichen, damit da jeder einfach in alle beantworteten Fragen reinschauen kann. Danach würde ich dann mal so zum Stand der Abschlussarbeiten was sagen. Wir haben ja am Montag schon angekündigt, dass wir da die Frist durchaus auch noch über den heutigen Tag verlängert sehen. Also der 11.8. ist da der Termin, wo man bis dahin hat man quasi Zeit, seine Abschlussarbeit noch abzugeben, damit sie im Hackathon berücksichtigt wird. Und ich werde dann auch einen kleinen Ausblick geben. Ich habe mit Jochen jetzt die erste vorläufige Agenda mal erstellt. Also wenn das interessiert, wie der Hackathon selber dann
abläuft, wann man ankommen kann, welches Hotel wir empfehlen, wie das mit der Telegram-Gruppe läuft und so weiter. Das würde ich dann im dritten Teil erzählen und vermutlich haben wir dann sogar noch ein bisschen Zeit, um die Mikros wieder aufzumachen, falls einfach jemand von den Teilnehmern jetzt auch noch mal zu Wort kommen möchte. Genau, das wäre so von meiner Seite aus der Überblick über den heutigen Tag. Und jetzt denke ich, Joachim, wenn du deine Folien teilst, dann können wir da mal in den Überblick zu dem Faktencheck gehen. Mache ich, Moment. So, jetzt sollte man dann die Folien sehen. Ja, bei mir sind sie da. Klappt es? Ich muss das noch ein bisschen wegschieben hier. Gut, also ich habe immer ein Gefühl der Unzufriedenheit, wenn ich an einer Befragung teilnehme und ich erfahre dann Wochen und Monate lang nichts, was dabei rausgekommen ist. Und deswegen habe ich mal gesagt, ja, probieren wir doch mal eine Schnellauswertung zu machen von den Ergebnissen des Faktenchecks, sodass man das am Ende präsentieren kann. Die Befragung ist noch offen. Ich glaube, die wird man dann so morgen oder übermorgen dann schließen. Und wir haben jetzt über 90 Teilnehmende, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Also schon eine ganze Menge. Ich denke, dass wir vielleicht noch mal auf 100 Teilnehmer kommen. Was in der Befragung drin stand, waren eigentlich alles Themen, die wir im Lauf des MOOCs besprochen haben. Also der Fragebogen ist parallel eigentlich zum MOOC entstanden und diejenigen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, die haben ja gemerkt, es gibt eine kleine Gliederung. Es gab einmal einen Block zu den strategischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die betriebliche Weiterbildung. Dann geht es weiter zu über die Lernförderlichkeit, der Arbeit und der Arbeitsgestaltung, das Thema Lernkultur. Ist ein Block im Fragebogen, die Rolle der Akteure, die aktuellen Aufgabeschwerpunkte und dann auch den gesamten Werkzeugkasten der betrieblichen Weiterbildung. Und was ich heute machen kann, ist sicher noch keine formale Auswertung, ist nur ein erster, zwangsläufig relativ grober Einblick in den Datenraum. Also es bietet keine Clusterung der Daten oder Lagemaße oder Chi-Quadrat-Tests oder sowas erwarten, sondern einfach mal Versuch, eine grobe Einschätzung zu machen, wo denn eigentlich spannende Punkte liegen. Und ich habe eigentlich versucht, auch ein bisschen eine persönliche Interpretation jeweils mit reinzubekommen. Die Fragen sind allerdings, muss ich auch sagen, nicht unbedingt vom Himmel gefallen, sondern wo es immer ging, haben wir uns an Fragen angelehnt zu bestehenden Instrumentarium, zum Beispiel zum Thema Lernkulturanalyse. Das war so eine Befragung, die so im Jahr 2007 entstanden ist, oder teilweise auch Fragen, die so aus dem Konzept der Lernorganisation so im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 entstanden ist. Manche Fragen muss man ein bisschen aktualisieren von der Terminologie. Ich denke aber, das ist ganz gut gelungen. Ja, gehen wir mal rein. Wir schauen uns mal die Teilnehmer an. Da haben wir einen relativ guten Überblick durch von den Teilnehmern auch vom MOOC. Also ein Großteil der Teilnehmenden kamen aus Personalabbereichen, aus Firmenakademien, sind Trainer. Wir haben rund 16, knapp 16% Berater und es sind ein paar junge Leute dabei, die als Praktikant im Bereich der Weiterbildung oder als Student arbeiten. Und ich denke, so habe ich das auch im MOOC empfunden, dass das eigentlich eine relativ typische Teilnehmergruppe ist. Und ich glaube, gerade auch die Heterogenität hat das ganze Thema durchaus eigentlich spannend gemacht. Karl-Heinz hat es gerade gesagt, wir waren jetzt 10 Wochen zusammen, eigentlich waren es sogar 11 Wochen, weil wir haben auch in der Pfingstwoche ein bisschen diskutiert und das ist eine lange Zeit. Und spannend ist natürlich, kann man eigentlich die lange Zeit in so einem MOOC überhaupt durchhalten? Das ist ja schon eine gigantisch lange Zeit. Und immerhin haben wir jetzt von diesen 88 Befragten, die ich gestern einbezogen habe, etwa die Hälfte gesagt, ja, wir haben regelmäßig teilgenommen. Es war eigentlich gar nicht so konzipiert, dass eine regelmäßige Teilnahme erforderlich ist, sondern man kann durchaus natürlich auch punktuell und konnte man reingehen. Das haben aber einige wenige gemacht. Und was ich auch spannend fand, das war auch eine Bitte, den Fragebogen, den Link zum Fragebogen an Kollegen weiterzugeben, die nicht im MOOC teilgenommen haben, dass wir da mittlerweile auch über 10% Beantwortungen haben von Teilnehmern, die nicht im MOOC haben. Ich wollte mir das nochmal genau anschauen, ob sich da Unterschiede ergeben zwischen den Teilnehmern, die im MOOC teilgenommen haben, wie die beantwortet haben und die außerhalb vom MOOC, aber da bin ich bislang nicht dazugekommen. Also wir haben 11 Wochen
gemeinsam verbracht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt weitergeht, wenn jetzt der MOOC vorbei ist. Weil wenn man sich mal so überlegt, was in diesen 11 Wochen alles passiert ist, dann war das eine Menge. Also wir haben den ganzen FIFA Confederation Pokal, den Confed Cup anschauen können mit Deutschland als Sieger. Wir haben die U21-Weltmeisterschaft anschauen können, auch mit Deutschland als Sieger. Tour de France ist jetzt auch fast zu Ende, das heißt, die Berge sind jetzt hochgefahren, jetzt geht es Richtung Paris. Gut, und so die Frauen-Europameisterschaft, die läuft noch, also da haben wir vielleicht jetzt ein bisschen Chance, intensiver dort reinzuschauen. Aber es waren doch eine Menge an sportlichen Ereignissen, die eigentlich im Rahmen des oder parallel zum MOOC stattgefunden, die abgeschlossen waren, die also viel knapper und konzentrierter und überschaubarer waren als der MOOC. Ich habe in Anlage dazu jetzt, weil das gerade sportliche Ereignisse sind, mal rausgeschaut, wie sieht der Pulsschlag vom MOOC aus. Und der Pulsschlag vom MOOC ist eigentlich doch relativ konstant. Also es lebt, ja. Wir haben über die ganzen 10 oder 11 Wochen haben wir fast 1.300 Kommentare und 1.700 Votes. Das ist eigentlich eine Menge. Also es war eine sehr aktive Community mit viel Feedback, mit viel Diskussion. Und wenn man so hört, was über MOOCs gesprochen wird, dann ist es ja immer eine Diskussion drüber, wie hoch ist die Abbruchsquote im MOOC und kann man die Teilnehmer bei Stange halten, wo kommt man am Ende raus? Und es gibt so eine Aussage eigentlich, dass so eine typische Abbruchsquote bei MOOC so größer 90% ist, 3-4% machen am Ende noch mit. Wissenschaftlich kann man das mit einer Ereigniszeitanalyse eigentlich genau messen. Und im Grunde genommen hat unser MOOC eigentlich sich gar nicht so abgespielt. Ich habe mal versucht, auf Basis von den Zugriffen der Seiten, auf die Seiten und auf die Kommentare mal zu schauen, wie die Beteiligung am MOOC war. Das sieht man auf der linken Seite nochmal die ganzen MOOC-Wochen zusammengestellt und die Anzahl der Zugriffe jeweils in den MOOC-Wochen. Man sieht, dass es ja am Pfingsten ein bisschen eingeschnürt hat. Nach Pfingsten ist es ein bisschen, muss es erstmal wieder in Gang kommen, aber selbst in der Pfingstwoche gab es eine Menge Zugriffe drauf. Also ich denke, das ist schon ein außergewöhnliches Bild für einen MOOC. Auf der anderen Seite sind die Kommentare dargestellt. Jetzt muss ich mir mal einen Stift holen, einen Pointer. Moment. Das sind auch quasi Unique-Besucher, ne? Also Besucher ja deutlich mehr. Ja, wobei auf der anderen Seite es eigentlich auch rauskommt, wenn jemand unterschiedliche Endgeräte benutzt, also wenn einer mal jetzt daheim nutzt und dann arbeitet in der Firma, dann sind es als 2 Nutzer gezählt. Also ich denke, ganz, ganz gutes Beispiel. Sieht man meinen Cursor? Ja, okay. Was mir aufgefallen ist, ist, dass hier am Ende die Diskussionsfreudigkeit in den Kommentaren ein bisschen zurückgegangen ist, nachdem gerade in der Fiesmann-Woche nochmal eine heftige Kommentarfülle eigentlich war. Ich denke aber, es gibt eine ganz rationale Erklärung dafür, nämlich es hat sich eine weiterführende Diskussion ergeben in anderen Gruppen. Also es haben die Working Out Loud-Gruppen waren sehr aktiv. Oder auch die YammerCL 2025 Gruppen sind mehr aktiv geworden. Also es hat sich vieles aus dem MOOC rausverlagert in andere Plattformen, in soziale Netzwerke. Eigentlich auch ein Thema, das man so im Bereich Social Collaboration Enterprise 2.0 durchaus beobachten kann, dass man am Anfang eben sehr stark mit Webseiten gearbeitet hat, mit Blogfunktionen, mit Kommentare. Und mehr dann festgestellt haben, ja, man muss aber eigentlich Teams bilden, Gruppen bilden, die Diskussionen kanalisieren in einzelne Bereiche, clustern. Und das war eigentlich auch jetzt hier zu beobachten, dass mittlerweile tatsächlich viel Diskussion eben in solchen sozialen Netzwerkgruppen wie Yammer stattfindet. Und das war ja schon eine Menge, was dort an Themen diskutiert wird. Und wie jetzt auch hier in Kommentaren drin war oder vorher auch in den Tweets, ist es ja schön, dass das Thema weiterlebt. Und ich finde auch sehr schön, dass ohne, dass jetzt vom zentralen Kernteam aus das irgendwie angeschoben werden muss, dass sich die Teams selber organisiert haben.
Gut, Unternehmensgröße, wer hat daran teilgenommen? Das sieht man, dass es schon einen Schwerpunkt Richtung Großunternehmen gibt, also Unternehmen größer als 1000 Beschäftigte. Wir wissen ja, dass in großen Unternehmen doch immer sehr stark ein Trend da ist, notwendiger Trend auch zur Formalisierung, zur Standardisierung, dass eine stärkere Bedeutung von administrativen Maßnahmen eine Rolle spielt, wie Beurteilungssysteme, wie Laufbahnmodelle. Das sollte man vielleicht im Hintergrund behalten, dass das eben die Befragung und die Ergebnisse sehr stark von Großunternehmen dominiert sind. Mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmen sind da weniger dran beteiligt. Aber steigen wir mal in die Ergebnisse ein. Der erste Block war die Frage, wie wird eingeschätzt das Thema Lernförderlichkeit der Arbeit, Arbeitsgestaltung? Und ich habe es mal ganz holzschnittsartig gemacht, indem ich einfach nur mal zwei Blöcke gebildet habe, nämlich ich habe die Top 3 der Aussagen zu dem Thema, wo dann eben in der Skala dran stand, trifft völlig zu, trifft eher zu, gegenübergestellt, denn ich habe es Load 3 genannt, wo dann die Aussage war, trifft gar nicht zu oder trifft weniger zu. Also etwas, was sehr stark betont wird und etwas, was gesagt, gibt es eigentlich im Unternehmen nicht. Spannend ist erstmal, welche Themen nicht auftauchen bei den Top 3 oder Low 3. Das sind Themen wie Arbeitszeitregelung, das sind Themen wie Skill Management, das sind Themen wie Lernen in Projektgruppen, in Teams. Bei den Top 3 ganz oben mit fast 60% steht eben, dass Near-the-Job-Maßnahmen, Coaching, Mentoring eingesetzt wird, dass Lernen ein formaler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist, dass es dort fest verankert ist. Und auch fast die Hälfte macht eine Aussage, dass es lernförderliche organisatorische Strukturen gibt. Schauen wir auf die andere Seite, was es nicht gibt oder kaum gibt, dann ist es eine Aussage, unsere Entgelt- und Anreizsysteme sind lernförderlich, die flachen Hierarchien, die sich lernförderlich auswirken, und es gibt eine formulierte und unternehmensweit kommunizierte Personalentwicklungsstrategie. Und wenn man so sich die zwei Bereiche mal gegenüberstellt, findet man ein paar interessante Zusammenhänge, Beziehungen. Ich habe da mal so einen Pfeil dazwischen gemalt. Also auf der einen Seite ist die Aussage, Lernen ist bei uns formal in der Unternehmensstrategie verankert. Also da wird wahrscheinlich irgendein Strategiestatement oder eine Balance Scorecard des Unternehmens das Thema Lernen erwähnt. Auf der anderen Seite, wenn es dann in den eigentlichen Bereich der Personalentwicklung geht, da wird weniger dann formal diskutiert und ausformuliert sein. Und da war für mich die Frage, ja, wie kommt es auf der Unternehmensebene? Gibt es da eine klare Statement dazu? Im eigenen Bereich nicht. Und ich habe dann nochmal die MOOC-Wochen durchgeblättert und mir ist einfach mal aufgefallen, das haben wir ganz am Anfang diskutiert bei dem Merck-Modell, oder Merck hat es als Kompetenzmodell genannt, wo eben durchaus diese Themen, die in der Personalentwicklungsstrategie drinstehen müssen, Mission, Vision, Werte, beschrieben sind. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, wenn man sich das nochmal anschaut, wie man dann eben anhand von so ein paar Dimensionen die zentralen Verhaltensweisen beschreiben kann, die eben die strategische Ausrichtung und den Erfolg unterstützen. So, das Zweite war, dass auf der einen Seite als positiv, als vorhanden ausgedrückt. Wir haben lernförderliche organisatorische Strukturen. Auf der anderen Seite aber es dann doch mit den Strukturen vielleicht an manchen Stellen ins Holpern kommt. Unsere Entgelt- und Anreizsysteme sind lernförderlich, sagt über die Hälfte, nee, bei uns trifft es nicht zu. Und auch die flachen Hierarchien, die lernförderlich auswirken, haben wir in der Form nicht. Also es gibt organisatorische Strukturen, die wahrscheinlich auch was zu tun haben, dass es eben Verantwortlichkeiten für das Thema Lernen gibt. Auf der anderen Seite ist, wenn es in die Arbeitswelt eigentlich reingeht, ein Thema, das ein bisschen schwieriger ist. Und wenn man mal reinschaut, was dort reinfallen könnte, was man sich tiefergehend anschauen könnte, wenn man so ein Spannungsfeld auch bei sich im Unternehmen reinschaut, waren das für mich aus der Bosch-Woche die Digital Collaboration Principles. Die habe ich mir vorgenommen, die wollte ich nochmal genau aufs Lernen anschauen, weil die ja sehr stark auf die Arbeitswelt bislang bezogen sind. Aber ich denke, da kann man auch einiges für das Lernen sich rausnehmen. Und auch der Harald hat uns mit dem Thema Mutanfall einfach nochmal auch aufgezeigt, welche Anforderungen es gibt, um dann wirklich die Arbeitswelt entsprechend anders zu gestalten und auch lernförderlich zu gestalten, eben mit den Schlagworten Flexibilität, Diversität, Führung, Lernen. Die meisten von uns haben das mittlerweile als Mutanfall eigentlich angeschaut. Also ich denke, das ist auch ein gutes Thema, wie man die Brücke schließen kann, dass man sagt, okay, wir brauchen auch Organisationsstrukturen, die lernförderlich sind.
Ja, vielleicht bevor ich einfach mal weiter red, die Lernförderlichkeit der Arbeit, der Arbeitsgestaltung, vielleicht nochmal in die Gruppe rein. Gibt es noch weiteren Input, der für die einzelnen Teilnehmer in dieser Richtung sinnvoll war, wichtig war, interessant war? Gerne per Mikrofon, aber auch im Chat. Karl-Heinz, hast du ein bisschen in den Chat reingeschaut? Gab es schon Fragen? Nee, Fragen dazu gab es nicht. Es haben sich ganz viele Leute verabredet, bei Yammer in der Gruppe für die Lernfacilitator mitzumachen. Okay. Also ich hatte einen Punkt, der bei mir sehr stark hängen geblieben ist, aus der Fiesmann-Woche, diese Vertrauenslernzeit und auch das Lernbudget für die Mitarbeiter. Weil es werden ja oft diese Beispiele mit Google 20% Zeit oder 15% bei 3M genannt. Und in der Audi-Woche fiel so das Zitat Lernzeit gleich Arbeitszeit. Ne? Das ist das eine. Aber das andere ist halt auch irgendwie explizit zu kommunizieren, dass es speziell Zeiten auch gibt, die ich mir eben für meinen Lernprozess reservieren kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges bei den Rahmenbedingungen. Die Vertrauenslernzeit, ja, und auch das Vertrauensbudget. Ja, genau. Genau, also Zeit und Geld und auch die sozusagen die Möglichkeit, jetzt mit dem Geld, so wie ich es verstanden habe, kann ich ja auch einfach auf ein Barcamp gehen oder kann mir ein Buch auf Amazon bestellen und muss das quasi nicht für formale Weiterbildungsangebote ausgeben. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein sehr starkes Signal, einfach dieses selbstorganisierte Lernen zu fördern. Mhm. Und da gibt es gerade die Aussage auch nochmal von der Annette, bei Audi die Erwähnung, dass die 20% der Zeit in Communities verbringen. Ja. Okay, mache ich weiter. Der zweite Block hat was zu tun oder hatte was zu tun mit Mindset und Lernkultur. Das Thema Mindset und Lernkultur war ja auch insbesondere ein Schwerpunkt bei der Woche von Otto Bock, wo es eben nochmal auch reflektiert wird, wie hängt denn Arbeiten und Lernen zusammen. Und ich habe das gleiche Modell jetzt mal durchgehalten, habe auf der linken Seite aufgeschrieben, was denn die Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, gesagt haben, haben wir. Und auf der anderen Seite haben wir weniger. Bevor ich nochmal ins Detail einsteige, ist mir nochmal aufgefallen, in der Mitte drin, sieht man meinen Cursor, ja, ich glaube, man sieht ihn noch, oder? Hier, ja. Lernen wird bei uns im Unternehmen als wesentlicher Bestandteil, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den nachhaltigen Unternehmenserfolg gesehen. Ja, gut, spannend. Auf der anderen Seite hat es mir zu denken gegeben, da steht, wir messen den Erfolg von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung, um uns kontinuierlich zu verbessern. Und das gibt nochmal, glaube ich, einen guten Blick in das Thema rein, das wir bei der Arealbank gesehen haben, in das Thema Big Data, in das Thema Learning Analytics. Ich bin fest davon überzeugt, wenn etwas wirklich ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dann sollte man den auch irgendwo in irgendeiner Form systematisch messen können, systematisch verbessern können, weil sonst drückt er leider vielleicht die nächsten, weiß ich was, 20 Jahre in der heutigen Managementwelt aus dem Blick. Also das ist für mich auch nochmal so ein Thema. Und auch hier oben die Rolle der Führungskraft, das war vielleicht ein Thema, was wir im MOOC nicht so stark gehört haben, die neue Rolle der Führungskraft, Abgleich von organisatorischen, individuellen Zielen, Ausprobieren ermöglichen, Fehlerkultur, auch ein Thema, wo wir stärker darauf eingehen müssen. Aber sehr auffällig ist der Punkt, formale Zertifizierungen haben bei uns einen hohen Stellenwert, also das 10% Lernen. Auf der anderen Seite, unsere Weiterbildungsmaßnahmen orientieren sich am 70-20-10 Modell. 40% sagen, nö, ja, trifft gar nicht zu, haben wir wenig. Das ist ein spannendes Feld. Ich denke, es ist kein Entweder-Oder, das haben wir ja auch in der Woche von DNV, GL, Oil und Gas gesehen. Ich glaube, das kann sich ganz gut ergänzen. Wenn ich mich an meine Zeit als Geschäftsführer erinnere, haben wir natürlich viel damals lernen müssen in informellen Art und Weise. Ich habe aber immer Wert darauf gelegt, bevor jemand dann wirklich eine neue Gehaltskategorie bekommen hat oder einen neuen Titel bekommen hat, dass er eine formale Zertifizierung bekommt oder durchgeführt hat. Und viele haben dann erstmal das hinterfragen, sagt, jetzt haben wir doch so viel gelernt und wir machen das doch und machen das in Kundenprojekten, sind erfolgreich, warum brauchen wir nochmal eine formale Zertifizierung? Ich habe dann gesagt, ja gut, dann dürfte es keine Schwierigkeit sein, so eine formale Zertifizierung zwar im IT-Bereich, im Internetbereich zu bekommen, mach das mal. Und dann standen halt 2-3 Wochen später dann eben die Entwickler wieder an der Tür, ganz klein, und sagen, wir sind durchgefallen. Und dann kam eben raus, ja, klar, wenn man aus dem Prozess der Arbeit raus lernt, dann
tut man sich eine bestimmte Arbeitsweise einfach mal raussuchen, die man braucht, Richtung Performance, die, um einfach Dinge zu erledigen. Aber eine formale Zertifizierung ist einfach hilfreicher, um das Thema breiter eigentlich anzugehen. Und so gesehen, denke ich, muss es nicht unbedingt ein Widerspruch sein, aber für diejenigen, die das nochmal vertiefen wollen, in der Woche haben wir ja sehr viel über erfahrungsbasiertes Lernen gesehen, darüber gehört, wie kann man dann eben das auch gestalten, was sind Methoden, was sind Formate dazu, also durchaus ein sehr spannendes Feld. Dann gibt es einen weiteren Block, aktuelle Aufgaben, Schwerpunkte in der betrieblichen Weiterbildung, also was wird heute gemacht. Da ist eben doch noch sehr stark das klassische Denken drin, nämlich, ich sag mal so, Denken in Seminarkatalogen, Weiterbildungskurse zu entwickeln, Portfolio-Management zu betreiben. Das machen fast 80%, also nämlich über 70% der Teilnehmer. Beratung ist so ein Thema, Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf zu ermitteln. Und auch in knapp der Hälfte gibt es zumindest einen Bereich, der sich mit neuen Methoden und Werkzeugen befasst. Also ich sag mal so der Bereich Learning Innovations. Ich glaube, das ist so das Bild, das man heute von den Weiterbildungsbereichen klassisch eigentlich hat. Und viele, die sich entsprechend auch diese Woche präsentiert haben, kommen aus so einer Welt raus und sehen jetzt, es gibt eigentlich noch viel mehr, was man dort eben machen kann. Und das ist dann die Liste der möglichen neuen Aufgaben. Ich sage bewusst mal mögliche neuen Aufgaben der betrieblichen Weiterbildung, weil einfach nur weitere Aufgaben dazu zu packen, hilft auch nichts. Man muss dann überlegen, ob man eine andere Konfiguration wählt. Und dort sieht man eben, dass Themen wie Reflexionen, Arbeitsprozessen, Lernbegleitung, Lerncoach, das Thema Kuratierung, ich muss es ganz durchlesen, Community Management, eben doch noch als eine Aufgabe gesehen wird, die bislang eben in der betrieblichen Weiterbildung nicht verankert ist oder nur mal ad hoc oder gelegentlich, vielleicht teilweise auch sehr stark auf Eigeninitiative wahrgenommen wird. Das Spannende, was ich dabei fand, ist, wo ich mir die CL 2025 Yammer Community angeschaut habe, ist, dass genau diese Themen dort eben diskutiert werden, dass man eben das Thema Lernbegleiter hat, selbstorganisiertes Lernen ist ein Thema in der Produktion, Crowdsourcing in der Trainingsentwicklung, Community Manager, also die Community hat eigentlich schon gesehen, in diesen Themen müssen wir weiter eigentlich sich vertiefen und einfach diese neuen Aufgaben in der betrieblichen Weiterbildung stärker kennenlernen. So, und der letzte Block, den ich geschafft habe auszuwerten, ging es um neue Methoden und Formate, die genutzt werden. Das war auch ein Thema, das wir bei Audi gesehen haben, die Lernlandschaft bei Audi oder auch bei Fiesmann, so wo man sagt, als Voraussetzung jetzt eben teilweise, um auch neue Formate und Methoden anzuschauen, ist ein Verständnis über das eigene Lernverhalten notwendig, auch die Kompetenz, diesen eigenen Lernprozess zu managen. Und man sieht eben, dass die Themen, wie es jetzt darum geht, eben Hackathons, MOOCs, aber auch Working Out Loud, Reverse Mentoring, Online-Kurse, Open Educational Resources, bis hin eben auch zu solchen Themen, wo man denken müsste eigentlich schon eher Standard sein, virtueller Klassenraum oder Training entlang der Prozesskette, eben doch in vielen Unternehmen noch etwas Neues sind, dass es noch gar nicht genutzt wird oder dass nur damit experimentiert wird. Ich hatte neulich eine kurze Diskussion mit dem Karl-Heinz, der sich sehr stark immer auch für das Thema Barcamps macht. Und die Frage ist auch, steht immer noch auch hier auf der Liste mit, dass eben viele das noch gar nicht genutzt haben, wenig Erfahrung gesammelt haben. Ich denke, bei allen diesen Themen wird es Zeit, die auszuprobieren, weil die gibt es teilweise mittlerweile schon seit 10, 15 Jahren. Gut, ist prima, sich darum zu kümmern, aber wahrscheinlich wird man auch mehr Unterstützung und Hilfe brauchen. Und es war ja auch mal die Idee im MOOC, dass man einfach sagt, man macht mal eine Sammlung, wie geht man solche Themen eigentlich an, weil man kann es natürlich schön aufschreiben, sagen, was gibt es dort alles, aber was macht dann jemand, der so ein Thema vielleicht mal experimentieren will, ausprobieren will, umsetzen möchte. Ja, das war der Schnelldurchlauf und wenn ich jetzt mal ein bisschen reflektiere, was ich dann im Schnelldurchlauf gelernt habe, was denn so Themen sind, wo man vielleicht im Unternehmen ein Handlungsfeld aufmachen kann, eine strategische Initiative aufmachen kann, dann ist es bei mir eben weniger so ein Thema, dass man sagt, wir probieren jetzt mal virtuelle Klassenräume aus, wir probieren mobiles Lernen aus. Ich denke, ich habe hier einfach mal auf Basis von der Präsentation 5 Handlungsfelder rausgeschrieben. Das erste ist die strategischen Voraussetzungen für das neue Lernen
Rahmen zu schaffen. Also es war der Punkt, wo eben der Ausgangspunkt war, dass man eben im Bereich der Personalentwicklung vielleicht noch keine so richtig feste Strategie hat, noch nicht weiß, wie die Werte sind, das Einstiegsbeispiel. Ich denke, daran kann man durchaus mal arbeiten und das ist hilfreich, weil wenn das mal verabschiedet ist, dann hat man einen strategischen Rahmen. Die Strukturen für eine lernförderliche Arbeitsgestaltung implementieren. Ich denke, da kann man einfach auch Themen aufgreifen, die in anderen Unternehmen, in anderen Bereichen des Unternehmens laufen. Das ganze Thema agiles Arbeiten, die Social Business Principles, also Social Collaboration Principles, die Sachen, die uns Harald Schirmer vorgestellt haben. Ich denke, da muss man nicht unbedingt jetzt selber groß aktiv werden, sondern da kann man einfach mitschwimmen und versuchen, das Ganze mitzugestalten. Dann das Themenfeld agile Lernlandschaften in der Praxis schaffen, wo es eben darum geht, welche Rollen kann man denn wahrnehmen, welche Kompetenzen gehören dazu. Das geleitet dann auch über zu dem Bereich neue Aufgaben in der betrieblichen Weiterbildung kennenlernen, also durchaus mal anschauen, was hat es mit den Open Educational Resources auf sich, was hat es mit dem Lernbegleitern auf sich. Nur je tiefer man geht, denke ich, bevor man denn das Feld 1 und 2 nicht geklärt hat, ist es schön, aber es wird vielleicht nicht so durchsetzungsfähig sein. Und natürlich am Ende auch nur das Thema, die neuen Formate und Methoden einfach mal auszuprobieren, die Chancen kennenzulernen. Also aus den bisherigen Analysen wären das so meine Handlungsempfehlungen, die ich mitgeben können würde, im Unternehmen sagt, ja, wir überlegen uns, wie das Lernen aussieht und vielleicht schaffe ich das auch noch im Rahmen der Hausaufgaben noch mal ein bisschen detaillierter zu beschreiben. Ja, Joachim, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein intensives Einsteigen. Das ist ja ein Riesenfragebogen und ich bin ganz sicher, du bist eher glücklich, wenn da noch weitere Aussagen dazukommen. Also die 100 sollten wir schon noch schaffen, vielleicht an all diejenigen, die es noch nicht ausgefüllt haben, tut's noch und gebt es ruhig auch noch weiter an Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, umso aussagekräftiger werden die Aussagen. Herzlichen Dank. Simon, vielleicht sagst du was zu den Abschlussarbeiten? Genau, warte mal, ich mache mal gerade mein Video wieder an, könnt ihr mich auch sehen und ich würde auch meine Folie dazu auf die Leinwand werfen. Genau, die Abschlussarbeiten sind natürlich ja noch nicht ausgewertet, weil der Prozess ja gerade läuft, wie ich schon gesagt habe, bis zum 11.8. haben jetzt alle noch Zeit, die Abschlussarbeit abzugeben und das wäre natürlich auch toll, Joachim, aber auch alle anderen, die jetzt schon irgendwelche Zusammenfassungen oder Mitschriften haben, wenn ihr das einfach in dieses Format quasi, in dieses Google-Form noch einbringt, weil nur die Sachen, die quasi per Abschlussarbeit abgegeben worden sind, dann als Content im Hackathon auch Berücksichtigung finden. Also das wäre sehr gut, wenn das alle noch tun würden. Vielleicht ganz kurz so zum Überblick. Wir haben Stand heute Morgen 10 Absolventen, wenn man so möchte. Also das heißt 10 Personen, die Angela, eine Lerngruppe von Bosch, Charlotte, Frank, Helmut, Jens, Nicole, ich, Werner Kröschel mit einer Zweier-Lerngruppe haben ihre Abschlussarbeit schon abgegeben und eingetragen. Ich habe mal oben diese 90-9-1-Regel oder die 1%-Regel aus dem Internet hingeschrieben. Ich weiß nicht, wer die kennt, die kommt von einem Herrn Loving und die sagt im Wesentlichen, 90% der Menschen, die irgendwo sich beteiligen im Internet, sind nur sogenannte Lurker, also das heißt die schauen zu, die konsumieren, werden aber nicht aktiv. 9% sind aktive Kontributoren, nennt er die. Das sind Leute, die mal einen Like-Knopf drücken, an Kommentaren sich beteiligen. Und 1% nennt er die sogenannten Creators, also die wirklich was erstellen, selber was machen. In Bezug auf soziale Medien heißt das, das sind die Leute, die bloggen, Videoblogger sind, Podcaster sind, in Wikipedia schreiben. In Bezug auf den MOOC könnte man das jetzt so interpretieren, dass 1% sind die Leute, die am Ende tatsächlich auch ihre Abschlussarbeit schreiben. Und heute Morgen haben sich ja sogar 2 nochmal angemeldet zum MOOC am letzten MOOC-Tag. Das heißt, wir haben 1195 angemeldete MOOC-Teilnehmer. Und wenn man da jetzt die 1%-Regel anwendet, dann müssten wir mindestens 12 Abschlussarbeiten bekommen, damit die Theorie stimmt. Ich denke, das sollte bis zum 11.8. problemlos möglich sein. Und schön wäre natürlich, wenn wir da noch eine deutlich größere Anzahl hinbekommen. Ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, da irgendein quantitatives Ziel auszugeben. Aber je breiter die Sichten sind und die Erkenntnisse, desto leichter tun wir uns dann im Hackathon quasi auch, da die Statements mal rauszuziehen, wo sich einfach die Community gemeinsam einig ist, dass das die Kernaussagen sind, die aus dem MOOC auch auskommen. Was ich mal noch gemacht habe, also ein kleinen Eindruck auf der rechten Seite heute früh und auch gestern und vorgestern glaube ich schon,
sind so ein paar Bilder auf Twitter durchgelaufen. Also man sieht auch mal so, wie unterschiedlich und wie bunt eigentlich diese Erstellung, die Erarbeitung dieser Abschlussarbeiten ist. Also heute Morgen von den Gravity Learners, die stehen da vor einem sehr digitalen Tool. Wahrscheinlich ist das so eine Art Microsoft Surface Hub oder sowas, wo man tatsächlich jetzt mal so entlang der Wochen zusammenschreibt, was da die Kernaussagen sind. Dann hatte ich vom Helmut Hönsch mal so eine schöne Infografik, 3x3 Grafiken, die so Kernaussagen zum Lernen in 2025 bringen. Überhaupt nicht digital, sondern so wie es aussieht in einem Skizzenbuch und mit bunten Stiften gemalt. Ich hatte irgendwie, bin so rangegangen, dass ich diesen Future Backwards Prozess erstmal mit kleinen Post-its versucht habe, mir zu überlegen. Die einzelnen Farben sind meine Antworten auf diese 5 Leitfragen. Dann habe ich die in einen Blog überführt, den ich jetzt in den nächsten 2 Wochen auch nochmal ein bisschen verfeinern werde und vorhabe, da auch noch ein kleines Video mit einer Zusammenfassung dazu zu machen. Also da einfach die Botschaft, es geht überhaupt jetzt nicht um die Länge oder die Art der Erarbeitung, ob es alleine macht oder nicht, sondern einfach um diese Reflexion, diesen Schritt zu gehen, was sagen uns denn jetzt die Erfahrungen und die Informationen, die wir in den letzten 11 Wochen, 10 Wochen eben gemeinsam gelernt haben. Jetzt weiß ich nicht, Karl-Heinz, soll ich gleich anschließend auch noch was zum Hackathon sagen? Ja, ich glaube, das ist, passt ja gut dazu. Wie wird das jetzt im Hackathon verarbeitet, ne? Ja, nette, sehe ich gerade im Chat. Also sie hat vorhin ja schon mal geschrieben, sie hat eine Schreibblockade, weil sie sieht, was alles gemacht wird. Also ich glaube, das soll genau der Effekt sein, den wir nicht erzeugen wollen. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt in der Abschlusswoche oder auch in den kommenden 2 Wochen einfach nur nochmal 10 Minuten irgendwo Zeit und will für mich da ganz knapp einfach die 5 Fragen beantworten. Und da steht zu jedem dieser Felder ein Schlagwort oder ein Satz. Das ist auch völlig okay. Also es geht jetzt nicht darum, also ähnlich wie bei einer Dissertation, das muss 200 Seiten und gebunden und in 5 fertige Ausfertigung und perfekt illustriert. Darum geht es gar nicht. Also wenn ihr nicht viel Zeit habt, wenn ihr eher Typen seid, die sagt, ich bringe das lieber in ein paar Schlagworten auf den Punkt, als was Langes zu schreiben, das ist völlig in Ordnung. Also da gibt es überhaupt keine Formatvorgabe. Wenn einer auch nicht so gern schreibt, dann könntet ihr euch auch einfach vor eine Kamera setzen und da ein kurzes Video dazu aufnehmen. Also da soll keiner sich irgendwie durch eine Arbeit von irgendjemand anders im MOOC irgendwie gebremst fühlen. Ja, okay, dann sage ich gleich zum Hackathon auch noch was. Wir hatten am Montag schon mal kurz den Überblick gemacht. Die Folien werden wir auch noch veröffentlichen. Noch stehen sie nicht auf der Co-Learn. Agenda ist auch noch vorläufig, also die kann sich noch ein bisschen verfeinern. 7. und 8. September ist ja der Termin. Wir haben jetzt mal gesagt, für die Leute, die vielleicht am 7. an dem Tag noch anreisen, wir starten um 10 Uhr, dass so aus den meisten Regionen in Deutschland eine einigermaßen bequeme Anreise möglich ist. Ab 9.30 Uhr kann man ankommen, ist der Empfang besetzt. Wir würden dann im Prinzip am ersten Tag einfach mal so eine Begrüßung, Vorstellungsrunde machen, wie man das im Barcamp auch kennt. Und dann in dem Kickoff Tag 1 einfach nochmal den ganzen Ablauf erklären. In der Woche, wo der Hackathon dann ist, am Wochenanfang, werden wir auch nochmal so eine kleine Briefing-Unterlage an alle angemeldeten Teilnehmer verschicken, wo dann einfach auch nochmal detailliert drinsteht, wie das abläuft, dass man da möglichst viel Unsicherheit rausnehmen und Fragen auch schon beantworten vor dem Hackathon im Prinzip. Dann wird es darum gehen, eben die Teams zu bilden, die dann die Kapitel in unserem Wikibook schreiben. Ich habe ja gesagt, 11.8. Abgabe der Abschlussarbeit. Wir im Corporate Learning Community Kernteam werden uns dann mal hinsetzen und versuchen, das zusammenzufassen, also zu sagen, was sind so Tendenzen, die wir sehen, sodass wir so eine Idee für eine Grundstruktur für das Buch schon mal haben und auch pro Kapitel schon mal so Kernaussagen. Und einzelne Kapitelteams kümmern sich dann einfach im Verlauf des Hackathons darum, diese Kapitel dann mit Fleisch zu füllen, also tatsächlich auch auszutexten. Und damit man da immer in so einem iterativen Modus sind, ist das so ähnlich, wie man es vielleicht aus Scrum oder anderen iterativen Verfahren kennt. Ein Kapitelteam hat dann immer eine gewisse Zeit, im Moment sind das so 1,5 Stunden Blöcke, sozusagen an dem Inhalt zu schreiben. Und dann werden wir nach so einer definierten Methodik so eine Feedback-Runde machen, wo alle Kapitelteams einfach mal zeigen, wo ihr Stand ist, wo sie gerade stehen und vielleicht auch was offene Fragen sind und können sich dann knappes Feedback aus der Community holen, um dann quasi in den zweiten Sprint zu gehen und am Kapitel weiter zu feilen. Am Ende ist 17 Uhr, machen wir dann so ein kleines Wrap-up, wo stehen wir nach Tag 1. Es gibt abends ein Abendessen. Hotelempfehlung ist das Hotel Relaxa, weil das eben genau gegenüber unserer Hackathon-Location auch liegt. Also das heißt, da haben wir dann so ein Break, wo wir die Location wechseln.
Und dann abends ab 20 Uhr, das Hotel hat eine große Lobby. Wir denken auch gerade noch drüber nach, nachdem es ein Seminarhotel ist, da auch nochmal so ein bisschen größeren Seminarraum mit dazu zu buchen. Also das heißt, die Kapitelteams, die jetzt sagen, jetzt sind wir gerade beim Abendessen noch auf die zündende Idee gekommen oder wir sind abends beim Cocktail eh kreativer und wollen da unsere Leitgrafik noch visualisieren, dass die einfach nochmal so einen kleinen Ort haben, wo man in Ruhe quasi vielleicht auch neben der Hotellobby einfach noch ein bisschen weiterarbeiten kann. Hackathon an sich ist ja sozusagen 48 Stunden rund um die Uhr hacken, aber das müssen wir natürlich nicht machen. Also wer dann gegen Mitternacht sich sozusagen ins Bett verabschieden möchte, der kann das natürlich. Zweiter Tag fangen wir dann schon um 9 Uhr an, damit wir auch um 16 Uhr schon zu Ende sind, damit eben Freitag auch die Leute rechtzeitig nach Hause kommen. Da gibt es dann auch früh nochmal so ein kleines Kickoff. Auch nochmal zwei Kapitelsprints. Ich habe versucht, mit den Bildern mal ein bisschen zu visualisieren. Links eher der Skizzenblock mit dem Bleistift und viel Spitzerei und rechts eher der High-End-Füller. Also am zweiten Tag sollte man halt gucken, dass dann so die Ecken und Kanten aus den Kapiteln abgeschliffen werden, dass man einfach dann sozusagen gegen Ende ein geschlossenes Dokument haben, was man vielleicht noch nicht eins zu eins ausdrucken kann, aber was schon ziemlich nahe dran ist, weil, müssen wir uns in Erinnerung rufen, Ende September dann das Corporate Learning Camp ist. Und bis zum Corporate Learning Camp wollen wir ja eigentlich ein fertiges Produkt sozusagen vorstellen. Dann am zweiten Tag haben wir auch noch mal eine Stunde vorgesehen, dass alle Kapitelteams so eine Abschlusspräsentation machen können, einfach zeigen können, wo sie stehen, wie das Kapitel aussieht und wir natürlich dann auch die Sektkorken knallen lassen und unser Arbeitsergebnis dann entsprechend feiern und dann alle hoffentlich zufrieden ins Wochenende fahren können. Unten habe ich euch nochmal den Link zu der Telegram-Gruppe. Also die werden wir für den Hackathon verwenden, um uns eben kurzfristig abzustimmen. Und in der Mitte der gelbe Pfeil, den ihr seht, da steht dabei parallele Teams. Also wir werden so ein kleines Portfolio von Aufgaben, die einfach übergreifend über die Kapitel zu machen sind, definieren. Und wer jetzt sagt, ich möchte gar nicht so sehr an einem Kapitel mitschreiben, sondern da eine Aufgabe übernehmen, der hat eben im Rahmen des Hackathons auch die Möglichkeit, also da geht es darum, was weiß ich, mal wenn ein Kapitel irgendwie nahegehend fertig ist, mal Rechtschreibung zu checken oder Skizzen, die die Teams gemacht haben, in saubere Grafiken zu überführen oder sich mal darum zu kümmern, der Prozess, wie kriegen wir dieses Wikibook hinterher in ein druckbares PDF, vielleicht ein paar Fotos vom Event zu machen, dass wir eine schöne Event-Dokumentation haben mit den Teams in Arbeit und so. Also da gibt es so einen ganzen Haufen Aufgaben, die man sich da außenrum vorstellt. Die werden wir dann auf den Stellenmarktplatz entsprechend noch bringen. Und wer jetzt sagt, ich will da nicht viel schreiben, aber ich würde gerne eine dieser Aufgaben übernehmen, der ist dann natürlich auch herzlich eingeladen. Genau, Sektbestellung sehe ich im Chat, wird schon gemacht. Okay, das passt. Überlegt gerade. Simon, wir sollten jetzt mal so eine Frage beantworten. Da wird gefragt, was machen die Kapitelteams? Und das hat auch ein bisschen mit der Vorbereitung zu tun, sodass wir sagen, wir wollten ja jetzt im Vorfeld schon Leute finden, die sich für jeweils ein Kapitel all die Informationen, die aus dem MOOC entstanden sind, vornehmen und so verdichten, damit wir sie dann beim Hackathon verwenden können. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was wir vorher machen und wie denn das Kapitel Team im Hackathon arbeitet. Möglicherweise sind es ja andere Leute. Es kommt darauf an, wer sich jetzt bereit erklärt für die Vorarbeit und wer nachher beim Hackathon noch dabei ist. Ne? Genau, also wir haben ja, wer das möchte, ich poste gleich den Link noch in den Chat. Wir haben ja unter bit.ly/cl2025book das Wikibook schon angelegt. Also da kann man sich so die grobe Grundstruktur, wie im Moment die Idee ist, schon anschauen. Und der Gedanke war eben, dass wir so zwei große Blöcke haben und der eine eben nochmal so die Fakten und Aussagen aus den 8 Wochen extrahiert. Also, dass wir einfach diese Fallbasis, diese Cases, was hat ein Conti, ein Bosch, ein wer auch immer gesagt, sauber haben. Und das kann im Prinzip ja ab jetzt schon anfangen, weil der Inhalt ist da, da kommt auch keiner mehr dazu. Und das heißt quasi ab nächsten Montag, hat man ja da am vergangenen Montag gesagt, können im Prinzip sich jetzt schon Teams bilden, die einfach diese 8 Unternehmenswochen aufarbeiten. Da können wir auch gleich nochmal einen Satz dazu sagen. Du hast ja auf dem Stellenmarkt, Karl-Heinz, auch schon ein Etherpad quasi vorbereitet, wo sich da die Teams finden können. Und ich sag mal, in der idealen Welt würden sich jetzt Teams finden, die im Verlauf des Augusts oder spätestens dann erste Septemberwoche einfach nach einem vorgegebenen Schema, was wir jetzt kommenden Montag veröffentlichen,
diese 8 Kapitel schon mal auf Stand bringen, sodass wir zusätzlich zu den Abschlussarbeiten diese 8 Kapitel zu den Unternehmen auch noch als Input im Hackathon verwenden können. Im Hackathon selber kann es dann natürlich sein, dass diese Unternehmenskapitel noch nicht fertig sind. Dann müssen wir im Hackathon quasi auch nochmal Teams bilden, die die Kapitel rund machen. Der Kern des Hackathons soll aber ja eigentlich diesen Blueprint, wie wir es genannt haben, also so diese Vision, wo wollen wir eigentlich bis 2025 stehen, skizzieren. Und da werden die Kapitel sich eher entlang jetzt dieser Future Backwards Fragen ranken. Also die Frage, wo stehen wir heute, wo wollen wir 2025 stehen und wie sieht die Roadmap dahin aus? Also 3 große Überschriften. Und den Content sozusagen, das ist der Hauptcontent, den wir in den 2 Tagen erzeugen wollen und müssen. Also, weiß ich, wird es damit klarer, Karl-Heinz? Ja, wir hatten auch noch versprochen, dass es so ein Template dafür gibt, wie die Gruppen denn ab Montag zusammenarbeiten können. Jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob wir das schon irgendwo reingestellt haben. Ja, das Template, also bei der Merkwoche ist so die Oberüberschriftenstruktur schon drinnen. Ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten schon gesprochen. Ich würde mich bereit erklären, die Konsolidierung der Audi-Woche ein bisschen zu übernehmen. Da wird man dann entsprechend jetzt an diesem Template nochmal ein bisschen feilen und da auch schauen, dass möglichst schnell dieses eine Kapitel so als Beispiel dienen kann, wo man sich dann quasi abschauen kann, wie das aufgebaut ist, weil natürlich auch so die Grundstruktur der 8 Kapitel ungefähr gleich sein soll. Die muss natürlich nicht ganz gleich sein, aber sollte jetzt auch nicht komplett unterschiedlich sein. Das heißt, diese Grundstruktur auf Überschriftenebene, die haben wir am kommenden Montag. Und dann denke ich, im Laufe der Woche werden sich da die Feinheiten rauskristallisieren. Ich denke, spätestens Ende nächster Woche werden wir mal ein Kapitel haben, was dann schon ungefähr so aussieht, wie es im Wikibook dann auch aussehen soll. Ja, sehr schön. Und dazu war auch nochmal der Hinweis notwendig. Wir schreiben das ja direkt in dieses Wikibook. Das heißt, wer da schreiben will, muss sich anmelden. Aber die Links, das veröffentlichen wir alles nochmal, wahrscheinlich auf dieser letzten Wochenseite. Da können wir das ja alles nochmal unterbringen, ne? Genau, es kommt auch am Montag dann ein sozusagen ein Briefing für die nächste Woche dann, also wo genau die Sachen nochmal draufstehen. Wenn man in einem Wikibook schreiben will, dann braucht man quasi entweder einen Wikibook-Account oder wer einen Wikipedia-Account schon hat, der kann den benutzen. Also das gleiche Login, was man auch in der Wikipedia verwendet. Und wer in dem Wikibook auf der Startseite oben mal guckt, in Wikipedia hat man auch immer den Artikel und zu jedem Artikel eine zugehörige Diskussionsseite. Und wenn man sich bei irgendwas nicht einig ist oder irgendwie Hinweise noch hinschreibt, was da noch drauf kann. Und da hat vom Wikimedia Wikibook-Team sich auch schon ein Jürgen eingeklinkt, der uns da so ein paar Hinweise schon drauf geschrieben hat, was im Moment an dem Buch noch nicht passt und der sich eben anbietet, auch von Wikibook-Seite unser Mentor zu sein. Also der uns da dann einfach hilft mit Fragen, die vielleicht selbst wir jetzt nicht lösen können. Also ich habe in Wikibook schon einiges gemacht, aber auch noch nicht alles. Also da haben wir dann jemand zur Seite stehen, der uns da unter die Arme greifen kann. Ja. Die Nicole fragt gerade, ob es Montag um 13 Uhr wieder eine Skype for Business Session gibt. Das hatten wir nicht geplant, ne? Denn nee, genau. Also man kann mal überlegen, wenn wir feststellen im Laufe der Woche, dass es da größere Schwierigkeiten gibt oder man bestimmte Sachen auch einfach nochmal zeigen muss, wie man mit Wikibook arbeitet, hätte ich jetzt gesagt, machen wir am Freitag nochmal eine, aber das würde ich eher optional sehen, je nachdem, wie es läuft. Ja, warten wir es mal ab. Okay, ja, vielleicht die Frage nach draußen. Gibt es Fragen zu dem weiteren Prozess, die wir noch beantworten könnten? Ja, die Barbara schreibt, sie wundert der Termin. Ich hatte 28. und 29. im Kopf. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. 28. und 29. ist das Corporate Learning Camp. Das ist ein Barcamp zu Corporate Learning, was auch in Frankfurt stattfindet, was aber nicht alleine jetzt für den MOOCathon ist, sondern wir werden dort eine Session anbieten, wo wir einfach die Ergebnisse des MOOCathons vorstellen. 7. und 8. September ist der Hackathon, der zum MOOCathon gehört. Also MOOC-Teil und Hackathon gehört zum CL 2025. Corporate Learning Camp ist eigentlich ein anderes Projekt der Corporate Learning Community, ist ein Barcamp. Da werden auch viele Leute hinkommen, die jetzt nicht im MOOCathon waren, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Okay, Nicole sagt, keine Fragen, nur Vorfreude. Das ist natürlich sehr schön. Okay, ja, was hatten wir uns für heute noch vorgenommen? Organisatorische Hinweise hatten wir alle. Start, Endzeit, auch Location. Auch erledigt. Genau, Verpflegung tagsüber sponsert uns Hessen Metall.
Nur abends, wenn wir da gemeinsam essen, da müsste jeder selber zahlen und die Übernachtung müsste jeder selber übernehmen. Ansonsten kostet auch die Teilnahme am Hackathon natürlich nichts. Das kriegen wir auch so hin. Ja, vielleicht so gibt es noch mal Fragen draußen. Ihr könnt auch euer Mikrofon verwenden. Bevor sich der erste einklingt, vielleicht noch den Hinweis auf das Gästebuch. Das wäre auch schön. Wenn man so ein Gästebuch aufgemacht, wo einfach so ähnlich wie beim Hüttenbuch jetzt jeder nochmal einen Kommentar, ein Lob, eine Kritik, ein Feedback zum MOOC reinschreiben könnte. Das wäre schön, da einfach nochmal Statements sammeln zu dem MOOC-Athon. Da poste ich gleich nochmal den Link in den Chat. Sehr schöne Idee mit dem Gästebuch, Simon. Danke fürs Einrichten. Ja, also einfach nur ein Blogpost, aber ich finde, das ist meine Abschlussarbeit und so, das ist ja alles Ja. eher sachlich und fachlich, ne? Und weiß nicht, wenn einer einfach nur so ein Statement, ein Testimonial abgeben will, da ist vielleicht so ein Kommentar geeignet auch. Okay, ich sehe keine wesentlichen Fragen mehr im Moment. Ja. Dann vielleicht so für all diejenigen, die sich jetzt nach dem MOOC-Teil ausklinken, noch so ein Dankeschön und ein Auf Wiedersehen. Nicht alle werden jetzt ja bei dem weiteren Prozess dabei sein, vermute ich mal, wobei ich aber hoffe, dass wir alle nicht so richtig auseinandergehen. Wir können ja in Communities weiter verbunden sein. Wir haben viele Leute erlebt, die sich intensiv einbringen, und wir haben ganz viele Leute erlebt, die sich aber angemeldet hatten und von denen wir aber vermuten, dass sie mitgelesen haben. Lasst mich dazu noch mal so einen Satz sagen. Es ist ganz wichtig, dass man in einem MOOC viele Teilnehmer hat. Dieses M steht ja für Massive. Und wie Simon vorhin ja beschrieben hat mit der 90-9-1-Regel, man braucht viele Menschen, damit es genügend sind, die sich auch einbringen. Und die sich einbringen, bringen sich natürlich auch deshalb ja, motivierter ein, weil sie wissen, es lesen auch viel mehr als die sichtbar werden. Insofern danke an all diejenigen, die auch nur als lesende Teilnehmer dabei waren, denn diese Teilnehmenden sind wichtig, damit andere Teilgebende werden. Und es hat in diesem MOOC wieder wunderbar funktioniert. Also wir sind auch ganz überwältigt von den vielen Diskussionen, die ihr dort zustande gebracht habt. Und damit habt ihr eigentlich diesen ganzen Lernevent selber gestaltet. Wir vom CLC-Kernteam haben eigentlich nur den Rahmen dafür geschaffen, dass sowas möglich wird. Und damit habt ihr alle hoffentlich auch eine ganz andere und intensive Lernerfahrung gemacht, also wie man Lernen noch ganz anders gestalten kann. Wir haben ganz viele nette Rückmeldungen bekommen und eine hat mich ganz besonders berührt. Da hat jemand geschrieben: Ich bekomme jede Woche mehr Energie und freue mich deshalb schon auf die nächste Woche. In welchem Lernsetting erleben wir eigentlich sowas, dass jemand mit der Dauer des Events immer mehr Energie aufnimmt? Also herzlichen Dank dafür und ich hoffe, ihr werdet euch davon ganz viel mitnehmen. So, eure Beiträge waren also der Lerncontent, kann man sagen, denn wir haben keinen Lerncontent von außen irgendwie vorbereitet. Eure Beiträge waren aber auch die Diskussionsbeiträge und ihr habt hier diese Mischung erlebt zwischen Content und Diskussionen. Und Diskussionen führen in der Regel wieder zu neuem Content, weil man auch auf neue Ideen kommt. Und ich glaube, das ist auch eins der wesentlichen Unterschiede gegenüber allen nur wissensvermittelnden Lernevents. Und ein weiterer Unterschied ist, ihr habt damit ganz automatisch ganz viele Perspektiven eingebracht und man konnte sich mit verschiedenen Perspektiven auseinandersetzen. Ich finde, das ist auch in diesem Netzwerklernen einer der großen Unterschiede, dass man jetzt plötzlich ganz schnell Sichten bekommt, auf die man sonst wahrscheinlich lange noch gar nicht kommen würde. Und damit ist es meiner Ansicht nach viel leichter, so sein eigenes Bild richtig zusammenzusetzen, wenn man gleich verschiedene Perspektiven mit aufnehmen konnte.
Ja, wir sollten nicht auseinandergehen, habe ich vorhin ja gesagt, denn wir haben eine Reihe von Communities. Wir haben öfter mal darauf hingewiesen, wir haben eine auf Xing, wir haben eine auf LinkedIn, wir haben eine auf Google Plus und wir haben eine auf Facebook. Es wäre schön, wenn ihr euch da auch weiterhin einbringt. Weiterhin, das war bisher noch nicht so viel, weil wir viel auf Discuss diskutiert haben. Aber ich glaube, dass der eine oder andere wird sich sicherlich dort jetzt demnächst einklinken, sodass wir auf die Art und Weise zusammenbleiben. Dann gibt es natürlich das Corporate Learning Camp, was jedes Jahr stattfindet, diesmal am 28. und 29. Und es gibt auch reale Communities, wo man sich wirklich in Präsenz treffen kann. Ihr findet Infos dazu auf der Xing Community und ebenfalls auf der Google Plus Community. Was wollte ich euch noch sagen? Genau, ihr habt euch ja alle auf diesem Mailchimp-Verteiler angemeldet. Also die 1200 fast haben sich dort angemeldet, um von uns regelmäßig zum CL 2025 informiert zu werden. Wir würden, wenn ihr nicht widersprecht, eure ganzen Adressdaten in die große Corporate Learning Community Datei geben, damit wir euch, falls es mal wieder so einen MOOC gibt oder fürs nächste Corporate Learning Camp einfach kurz informieren können. Wer nicht will, dass er weiter angeschrieben wird von uns, der möge bitte in der nächsten Woche seinen Account dort wieder löschen. Das ist ganz einfach. Nehmt den Newsletter von heute Morgen und dort könnt ihr unten euch wieder austragen aus der Liste, sodass wir wissen, alle anderen wollen dabei sein. Ja, ich glaube, das war's. Wir verabschieden uns also von denen, die uns jetzt verlassen werden. In dem Sinne, entwickelt euch so weiter und lasst uns daran teilhaben. Auf ein Wiedersehen. Time to say goodbye. Ja. Okay, dann bis spätestens zum Hackathon. Tschüss. Ade.